Ja, servus meine Lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mad Max. Ja, in der letzten Folge sind wir in Jeets Festung zurückgekehrt und haben mit dem lieben Trump geredet. Wir müssen wohl hier in diesem Gebiet noch ein bisschen dafür sorgen, dass wir so ein bisschen weniger Bedrohung haben. Sprich, wir reden erstmal mit Jeet, der wird uns bestimmt jetzt gleich sagen, was los ist. Jeet, hoff, dich hat dich akzeptiert. Okay, na dann. Wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look, but no promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. Gibt eine Menge Bauprojekte in... Sehr gut. Schön, dass das schon wieder weg ist. Schau mal, da hat eine neue Ödländer-Mission für dich. Okay, also soweit ich weiß, kann man halt das Ding hier so ein bisschen auftunen. Die ganze Basis und alles. Das heißt, wir können hier wohl unser ganzes Geld oder so reinstecken. Oder unseren Schrott, keine Ahnung. Aber wie kann man das denn machen? Was war denn mit dem gerade los? Spätarchiv. Baue ein Team auf, das alle... Das Bereich innerhalb des Hoheitsgebietes der Festung auf der Karte markiert. Was ist das jetzt? Markiertes Bauteil. Ach so, ach den Scheiß muss ich als finden, oder was? Legendenbeginn, sprich mit den Internet, um eine längeren dauernden Aufgabe zu erhalten. Okay, ich check gerade irgendwie so ein bisschen null. Moment. Baue ein Team auf, das alle Suchbereiche innerhalb des Hoheitsgebiets der Festung auf der Karte markiert. Gedrückt halten, ne? Okay, jetzt kann ich in das Menü nicht mehr rein. Okay, gut. Pech gehabt. Ich werde da schon noch hintersteigen, hinter das Ganze. Wir können doch mal gerade mal da oben noch hingehen. Da oben gerade noch was gesehen. Einfach mal hier mal alles mal öffnen. Ah, okay. Da wird mir das immer angezeigt, was ich dann jetzt... Ah, okay. Okay, jetzt checke ich das so ein bisschen. Das heißt, mir wird immer angezeigt, was ich dafür bräuchte, um das Ding hier zu bauen. Und dann wird mir markiert, wo das ist, wo das zu finden ist. Okay. Oh, das ist noch Schrott, sehe ich gerade. Cool. Können wir gerade mitnehmen. Nicht Schrott. Was ist hier? Waffenkammer. Brauche eine Werkbank, die Max Munitionsgürtel kostenlos auffüllen kann. Cool. Ja, Neat auf jeden Fall und so. Das ist noch Schrott. Sekunde. Nehmen wir noch mit. Was haben wir hier? Madenfarm. Bau eine Madenfarm, der Max Gesundheit kostenlos wiederherstellen kann. Geil. Maden. Lecker, Baby. Lecker. Auf jeden Fall. Boah, das ist ja nun... Es ist ja nur am Arsch der Welt alles. Okay. Alles klar. Was haben wir hier noch? Wasserspeicher. Bau einen großen Wasserspeicher, der bei Max den Wäldfische kostenlos auffüllen kann. Okay, cool. Was haben wir hier noch? Ölbrunnen bauen, eine große Magnum Ops kostenlos auftanken kann. Okay, quasi, wenn wir das alles bauen, kriegen wir das immer alles dann kostenlos. Eine Frau? Lol, wir haben eine Frau gefunden. Es gibt keine Frauen im Spiel, dachte ich, um ehrlich zu sein. Wie sieht die denn aus? Nicht so besonders. Da gibt es bessere. Putzcrew! Bau ein Team auf, das Max Schrott an allen vernichteten Fahrzeugen innerhalb des Hoheitsgebietes der Festung sammelt. Cool, das ist geil. Warte mal, das lasse ich mir mal anzeigen, weil das ist relativ nützlich, würde ich schon fast sagen. Na cool, so, das nehmen wir jetzt einfach mal. Ich weiß halt jetzt nicht, wie das immer ist. Ich denke mal, wenn ich jetzt bauen will, wird mir das nur markiert, bis ich alles habe und dann ist es weg und dann kann ich mir quasi das nächste aussuchen. Also ich denke mal, ich kann nicht irgendwie drei Sachen auf einmal versuchen zu sammeln. Das geht halt nicht. Aber gut zu wissen. So, wir gehen mal zu Chum, gucken, was der von uns hat. Bis zum Beginn. Stimmt, was mit dem Hund passiert? Food for somebody. No, no, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah, yeah, I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Hat recht. Dinkidi, kehre zu den Trümmern von Chums Versteck zurück, bring den Hund und den Buggy zu Jeet zurück. Ja, zu Jeets Festung.
Chums Buggy und der Hund werden der Fahrzeugsammlung hinzugefügt. Cool. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal, wa? Missionen sind optionale Geschichten, die in beliebiger Reihenfolge abgeschlossen werden können. Okay, ja, wir machen das trotzdem, weil ich würde wirklich gerne den Hund und die Karre wieder zurückhaben von dem. Benutze Ballons zum Ausguck. Ja, das kennen wir schon. Das brauchen wir jetzt nicht zu wissen. Ach Gott. Okay. Skrutus hat diesen Teil des Ödlandes unter Kontrolle. Damit Max und Chum es schaffen können, Magnum Ops zu bauen, muss er erst die Bedrohung verringert werden. Senke die Bedrohung in der Region, indem du Bedrohungsaktivitäten abschließt. Lager, Vogelscheuchen, Kolonien, Sniper, Minenfelder. Minenfelder gibt es auch, okay. Die Bedrohung des Hoheitsgebiets reicht von Stufe 5 bis 0. 5 ist die höchste und 0 die niedrigste. Wenn du die Bedrohung senkst, schaltest du in der Werkstatt neue Verbesserungen frei. Das ist gut zu wissen. Alles klar. Ach, schon wieder was. Der einfachste Weg, die Bedrohung zu mindern, ist es, die verschiedenen Lager und Skulptus in dem Ödland zu vernichten. Ölbombenlager, Öltransferlager, Stankarmlager und Topdog-Lager. Okay. Ja, wir werden aber trotzdem erstmal. Wow, lol. Oh, ich hab das Ding auseinandergenommen. Ziemlich geil. So, wir rufen mal gerade die Karte auf. Ich möchte mal gerade zu Chums alter Werkstatt laufen. Da hinten hin. Heißt, wir haben den ganzen weiten Weg, den wir letztens gefahren sind, in der, ich glaube, dritten oder vierten Folge, fahren wir jetzt wieder zurück. Perfekt. Dann legen wir mal los. Nutze die Markierungen auf der Karte, um benutzerdefinierte Ziele einzustellen. Ja, das habe ich ja mittlerweile schon gelernt, mein Lieber. Und die Buzzards. Verfolgen die uns? Tatsache, da verfolgt uns jemand. Und ob der uns einholt, dann machen wir ihn alle. Ansonsten kann er mir mal gestohlen bleiben. Ich bin auf einer Mission. Auf einer Mission bin ich. Ja, und ich habe mir mal so ein bisschen auch die Kritiken von dem Spiel angesehen. Die meisten schreiben halt wirklich, das Spiel sei so nicht schlecht. Aber es sei halt sehr eintönig. Und alle schreiben halt auch, dass das Auto der größte Bestandteil des Spiels halt ist. Dass er wirklich das Hauptteil des Spiels ist. Quasi so der Avatar. Piss dich. Pfeife. Na, komm her. Noch einen Wichs und du bist weg. Wiedersehen. Mach's gut. Tschüss. Sturm zieht auf. Suche einen Unterschlupf. Kannst den Sturm heil überstehen, indem du Lagerverbündeten. Och nö, ne? Jetzt echt? Gut, dass ich gerade auf dem Weg zu Chum bin. Zu Chums Lager. Okay, wir fahren. Okay, wir können trotzdem einfach da drin fahren. Dann ist mir das doch relativ egal hier gerade. Mal ganz ehrlich. Stürme, um die Gefahr eines Sturms länger zu überleben, sollte die Panzerung des Magnum Ops auch von Max verbessert werden. Okay. Ja, das sieht mich aber jetzt gerade relativ wenig. Fahrt zu dem alten Versteck von Chum einfach weiter. Das wäre ja dann hier. Rein mit uns. Mein Buggy, er lebt noch. Tatsache. Und er lebt immer noch. Ah, ist das Hündchen. Das Hündchen. Oh, er ist sogar wieder gesund. Cool. Dinky D, ich wusste es. Das überstehen. Der Dinky D, ich wusste es. Dinky D heißt er, quasi. Leute, ich bin ziemlich alleine unterwegs. Okay, alles klar. Das heißt, jetzt muss ich alleine überleben. Und die Karre hat keinerlei Waffen. Ich habe nur meine Schrotflinte jetzt quasi. Das heißt, ich muss die Karre heil zu Jeets Festung fahren. Okay, dann hoffen wir mal, dass uns jetzt unterwegs nichts begegnet. Ansonsten haben wir ein Problem. Aber hey, cool. Dann ist der hier Wagen auf jeden Fall gleich uns. Der Hund kann Minenfelder entdecken. Wenn man diese entschärfen, wird die Bedrohung in der Region gemindert. Ach cool, das geht? Das ist ja geil. Ah, du Lutscher, verpiss dich. Ich fahr mal an dir vorbei. Eine Witterung. Ach, wie cool. Der Hund ist hinten jetzt drauf. Und dadurch kann ich jetzt das Minenfeld hier durchsuchen, oder was?
Und ich spreche mich damit jetzt nicht in die Luft. Moment mal. Ich hoffe, ich spreng mich jetzt hier nicht in die Luft. Ohne Spaß. Das ist ein Bienenfeld. Wo laufe ich das eigentlich rein? Bin ich denn bekloppt oder was? Bin ich die Bedrohung? Ja, was? Das ist jetzt nicht so geil, ohne Spaß. Ich traue mich hier gar nicht weiter rumzulaufen, ohne Scheiß. Boah, nee, das ist mir zu gefährlich. Ich laufe lieber zurück. Naja, verrecke ich noch deswegen oder so. Das muss jetzt nicht sein. Aber danke, mein lieber Dinky D, dass du uns darauf hingewiesen hast, dass hier ein Minenfeld ist. Das ist toll. Ich fahre jetzt aber trotzdem erstmal den Buggy zurück. Ist erstmal wichtiger. Ja, ist ja gut, mein Lieber. Ist ja gut. Aber ziemlich cooles Feature mit dem Hund auf jeden Fall. Finde ich cool. Cool gemacht. Ja, die drehen natürlich direkt um. Die Lutscher. Natürlich drehen die direkt um. Das ist super. Jetzt kann ich von denen erstmal fliehen. Da ist noch ein dritter. Okay, der sieht mich zum Glück nicht. Die anderen zwei Lutscher sind hinter mir jetzt her. Super geil. I love it. Okay, das heißt, Gas geben und eigentlich auf der Straße lieber fahren. Und wirklich hinter uns her jetzt, ne? Okay. Was soll's? Ich gebe hier weiter Stoff. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem noch. Also langsam sehe ich die zwei. Ah, schaffe ich wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt sehe ich schon die Scheinwerfer. Fuck, 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 fuck. Das Gefühl, oder ist die Kamera immer näher? Leute, lasst mich in Ruhe. Jetzt drehen die ab. Oh, die drehen jetzt ab. Das ist gut. Keine Ahnung, was das jetzt für eine spannende Musik war. Aber ich war kurz davor, wahrscheinlich zu sterben oder so. So. Damit haben wir es geschafft. Die Karre ist zurück. Sehr schön. Hund und Buggy. Bauobjekte kann erstellt werden. Saumär. Cool. Da ist mein Hühnchen. Ziemlich cool. So, okay. Gucken wir mal. Also aufbessern können wir natürlich immer noch nichts. Wir müssen natürlich mal langsam unser Hoheitsgebiet hier verringern. Ach, guck mal, auf 3 könnte ich dann quasi richtig Sachen anbauen. Na ja, gut, komm. Wir steigen einfach wieder in die Karre ein. Hallo? Einsteigen? 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 Jetzt los. Hund und Buggy, beschaffe Charmes Buggy. Hab ich doch. Ach so, ach, jetzt habe ich dem Hund einen Schlafplatz gebaut. Charmes Buggy und der Hund wurden freigeschaltet und sind verfügbar im Minenfelder und Landminen sicher im Ödland ausfindig zu machen. Okay, ja, gut zu wissen. Jetzt bleib hier. Dinky D! Ich habe Charmes Buggy und den Hund in G-Festung zurückgebracht. Ich denke, sie werden sich als nützlich erweisen. Ja, gucken wir mal. Neue Fahrzeugsammlung hinzugefügt. Charmes Buggy. So, wir wollen aber auf jeden Fall jetzt mit dem Magnum Ops rumfahren. So, dann würde ich sagen, machen wir als allererstes. Wir werden jetzt erstmal ein Lager machen. Vogelscheuche, Vogelscheuche. Oh, wir machen Vogelscheuchen, genau. Ist eigentlich auch eine gute Idee. Fahren wir mal zu einer Vogelscheuche und reißen die mal ab, weil das bringt ja auch immer was. Was das für eine Vogelscheuche ist. Ob das eine ganz normale ist. Schauen wir mal. Was war das? Warte mal, was war das denn jetzt gerade? Kam das Wack. Schwach. Ein Fahrzeug ziehen. Komm, gib Gummi hier. Okay, warte mal. Mal was anders. Come on! Zieh es raus. Das ist quasi derselbe Wagen, den wir haben. Ach so, ach guck mal, damit kann ich dann immer Schrott freischalten. Na cool, gut zu wissen. Weiß ich das ja auch schon mal. Ah, ich hab. Ja, nee, ich wollte gerade sagen, ich habe noch nicht alles eingesammelt. Ach, scheiße. Fuck. Könnt mir mal den Buckel runterrutschen.
Aber ich kann jetzt noch keinen anschießen. Warte mal. Zack, auf Wiedersehen. Miese Sau. Halt, bis mein Lapun ready ist. So, auf Wiedersehen. Mach's gut. So, so leicht kann man die Leute nämlich ausschalten. So, reparieren wir gerade die Karre. Ich sammle hier mal eben ein. So, und ich würde sagen, mal kurz gucken. Können wir nicht in die Karre einsteigen? Tatsache. Kann ich sogar. Buzzard-Fraktion getarnt. Ach so, jetzt bin ich getarnt als Buzzard-Fraktion. Das ist ja geil. Was ist das zurück, um eine Festung, um Stefan zusammen zuzufügen? Ja, geil. Auf jeden Fall machen wir das direkt mal. Der Wagen ist doch halb leer. Ziemlich cool. Man kann also Autos quasi sich klauen. Und dann gönnen die quasi der Sammlung einfach dazu. Gönnen sie. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, korrekt. Hammer geil. Oh! Fuck! Das war knapp. Neues Fahrzeug. Hey! Sehr gut. Okay, ist mir aber jetzt relativ egal. Wir fahren einfach wieder mit der Magnum Ops los. So, jetzt aber. Los geht's. Jetzt machen wir endlich mal hier das blöde Ding da. Mein Gott, wir lassen uns immer wieder aufhalten hier. Voll die Scheiße, ey. Ich weiß einfach querbeet, ist mir scheißegal. So, dann ist eh da vorne. Jetzt kriegen wir relativ schnell eingerissen. Das ist ein relativ. Das ist ein ganz normales. Oder doch nicht? Lol. What the fuck? What? Vogelscheuche schwach. Ja, hallo. Die ist weg. Dein Ernst? Hallo? Okay. Machen wir es anders. Fahren wir halt mal dahin. Oder, nee, warte, wisst ihr was? Wir machen einfach eine Festung. Wo haben wir denn eine Festung? Irgendwo im Lager. Zack, machen wir dahin. Wenn wir zwar in der Folge nicht mehr schaffen, aber wir können zumindest schon mal anfangen damit. Guck mal, machen wir in der nächsten Folge dann mal zu Ende. Würde ich sagen. Fahren wir schon mal hin und fangen, wie gesagt, schon mal an. Egal. Komm hier, Boost. Piss dich. So, wieder einen erledigt. Mir geht's besser. Hauptsache, ich habe wieder irgendeinen erledigt. Das aber jetzt. Guck mal, den kann ich doch jetzt mal kriegen, oder? Warte mal. Zack. Und weg damit. So, jetzt machen wir die Typen da kalt. Na, kommt her. Beide erwischt. So, so schnell kann man das hier machen. So, wir sammeln eben noch den Shot ein, auf jeden Fall. So, haben wir das zumindest schon mal das erste hier mal niedergerissen. Hab ich halt nur, warum der andere, warum die andere Vogelscheuche nicht mehr da stand. Keine Ahnung, warum. Na egal, sonst soll es echt egal sein. Dafür fahren wir jetzt zum Lager. Weil das ist noch ein Totem, sehe ich gerade. Oh, das ist das Lager. Nee, das ist ein Totem. Dann reißen wir das doch auch direkt mal ein. Warte, kurz ein Stück näher ran. So, zack, abgerissen. Ja, sehr schön. Und die Bedrohung ist auf 4. Ja, Mann. Schrott ist die Währung des Ödlandes und sollte nie verschwendet werden. In Champs Händen kann Schrott in mächtige Verbesserungen für Magnum Ops und Max selbst verwandelt werden. Schrott kann quer durchs Ödland auf verschiedene Arten und Weisen verdient werden. Einfachster Weg ist Lager oder Suchbereiche zu durchsuchen. Doch Max kann auch Schrott verdienen, indem er besiegte Feinde und Fahrzeuge plündert. Ja, 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 okay. Wie viele Autos es gibt, das ist der Hammer. Chumps Schöpfung der Magnum Orbs ist eine Maschine zu enormen mit enormem Potenzial. Ihre Verbesserung ist der Schlüssel zum Max-Überleben in Mödland. Verbesserungen für die Magnum Orbs werden freigeschaltet, indem man die Bedrohung vermindert und können mit Schrott gekauft werden. Benutze die Werkstatt, um Magnum Orbs jederzeit anzupassen und zu verbessern. Okay, so Bescheid? Perfekt. So, ich würde sagen,
Wisst ihr was? Wir machen einfach mal, wir machen einfach an der Stelle Ende. Wir machen einfach in der nächsten Folge machen wir das Lager. Aber ich muss es eh noch auskundschaften, gucken, was da so ist alles. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten und bis denn dann. Ciao, Leute!